Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Hashtag Bettgeschichten. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Hashtag Bettgeschichten. Lange ist es her, als wir die letzte Runde Minecraft Bedwars und Bettgeschichten aufgenommen haben oder besser gesagt gespielt haben. Und ja, heute ein kleines Special. Ich habe letztens ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich brauche unbedingt Fragen, sonst kann ich die Serie nicht weitermachen. Und dann habt ihr mir ganz viele Fragen gestellt. Und zwar ein ganz treuer Abonnent unter euch, den ich schon lange sehe, der schon ziemlich lange dabei ist auch, hat mir ganz viele Fragen gestellt. Aber so richtig viele. Mein Hals ist gerade ein bisschen am Arsch. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Der hat mir ganz viele Fragen gestellt. Und ja, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich schau mal kurz, ob der schon rüberkommt. Nee, irgendwie nicht. Da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil ich einfach Input brauche von euch. Okay, schon besser. Ja, ich brauche einfach von euch so Fragen, wenn Hashtag Bettgeschichten überhaupt kommen soll. Und dieser Abonnent, ich sag jetzt mal seinen Namen, ist der Killarus. Der Killarus hat mir, ich glaube, 7 Fragen gestellt oder so. Und ja, heute gibt es ein Killarus-Special. Also fühl dich ganz recht herzlich gegrüßt. Ich sehe dich unter fast jedem Video von mir. Ja, freue mich über deine Kommentare und vor allem jetzt über die Fragen. Du ermöglichst es eigentlich, dass hier so eine Hashtag-Bettgeschichten-Folge entstehen kann. So. Ich habe irgendein Fröschchen im Hals oder so. Oder ich habe einfach schon wieder zu viel geredet. Und der Typ, der hat ja noch gar nichts gemacht. Und stirbt! Okay. Ja, tut mir ein bisschen leid für ihn, Pum. Und ja, ich beantworte einfach die erste Frage von Killarus. Wie lange wohnst du schon alleine? Ich wohne, seit ich meine Ausbildung angefangen habe. Das war September irgendwann. Ich glaube, ich war 18. Ja. Seit ich 18 bin, wohne ich alleine. Und ja, das ist auch gut so. Ich weiß nicht, ich habe bis jetzt nur, ja, fast nur Vorteile vom Alleinewohnen. Und ja, seitdem wohne ich eigentlich alleine hier. Besser gesagt, ich wohne ja nicht ganz alleine. Ich wohne ja mit meinem Bruder und noch 2 Freunden zusammen in einer WG. Und ja, ist hier nicht ganz alleine. Aber ich glaube, so ganz alleine könnte ich mir auch schon vorstellen zu wohnen. Nur so eine WG macht halt auch Spaß. Und ja. Aber ich weiß nicht, es ist nicht immer nur geil, in der WG zu wohnen. Weil manchmal denkst du dir so, oh Gott, Leute, macht doch mal wieder sauber oder so. Und dann, keine Ahnung. Ah, ich habe schon gedacht, mein Bett. Und dann ist halt das so, keine Ahnung. Manchmal so ein kleiner Streitpunkt, aber das ist auch überall so üblich, glaube ich. Wenn man alleine wohnt, hat man das zwar nicht, aber keine Ahnung, falls dann die Freundin kommt oder so, dass... Boah, Alter, verpiss dich. Der hat mich schön rüber gesmashed. Okay, ich hol mir mal das Gold schnell. Alter! Und wie viel Gold haben wir denn jetzt? Boah, den krieg ich. Stirb! Boah, der darf mich auf keinen Fall... Ja! Yes! Ist mein Bett schon tot? Welche Farbe bin ich? Gelb. Nein, mein Bett ist nicht tot. Hä, von wo ist der gekommen? Ah, von da, Türkis. Okay, ich muss ihn unbedingt umbringen. Aber ich glaube... ich hole mir einen Bogen einfach. Und zwar den besten Bogen auf der ganzen Welt. Nein, 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 nein. 3, 4. So. Okay. Alter, wie ich ihn getroffen habe. Okay, ich mache mir noch schnell eine Rüstung, eine gute. So. Den Bogen auf die 2. Alter, was ist denn mit meinem Hals gerade los? Ich glaube, ich habe zu viel gesprochen. Ich habe gerade davor noch 3 Runden aufgenommen. Und vielleicht ist deswegen mein Hals gerade ein bisschen heißer oder so. Okay. Die ziehen wir an. Dann machen wir uns noch schön ein Schwert. Ey, wir sind richtig krass dabei. Wir haben so... gute Sachen. Wir haben richtig gute Sachen. Okay. Ja, ich würde sagen, den klatschen wir schnell her. Müsste kein Problem sein. Ich muss mir nur merken, dass ich auf der 3
mein Ding habe. Okay. Uah. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Boah, Alter, das war richtig knapp. So. Oh mein Gott, ey. Nein, 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 nein. Okay, da ist er. Stirb. Oh, ich hab... Ja, okay, er ist unten. Ich brauche schnell eine Spitzhacke. Die packe ich mir mal auf die 4. Und dann bauen wir uns da schnell rein. Zack. Und wir können direkt die nächste Frage von Kilarus beantworten. Und zwar, hast du eine Freundin? Ja, das habe ich schon mal gesagt in einem Hashtag-Bettgeschichten-Video. Und zwar, ich habe eine Freundin seit, ich glaube, schon 4 Jahren jetzt. Nein, 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Tut mir leid, Schatz. Ja, am 21. Juni sind es dann 5 Jahre. Und das ist schön. Aber ich habe es ja schon beantwortet. Ich nehme einfach eine andere Frage dran. Tudum, tudum, das Bett von Team Rot wurde zerstört. Okay, ich nehme eine andere Frage dran. Ich muss nur kurz hier aufpassen, dass ich nicht runterfällt. Ich muss ja mal zur Seite schauen. Und welchen Abschluss hast du? Ja, sehr interessante Frage. Ich glaube, ich habe sogar schon mal erzählt. Aber ich habe einen qualifizierten Hauptschulabschluss und eine, wie sagt man, mittlere Reife, einen mittleren Bildungsabschluss. Und ich werde nächstes Jahr, also ja, während meiner Ausbildung nächstes Jahr, werde ich dann mein Abitur noch machen, mein allgemeines Fachabitur. Also habe ich dann das Fachabitur als Abschluss. Und ja, was habe ich noch für einen Abschluss? Ich habe noch einen Kinderpflegeabschluss. Und ja, das war's. Ich habe ganz viele Abschlüsse. Aber so am Schulabschluss, jetzt habe ich den mittleren Bildungsabschluss, also eine mittlere Reife. Ist sowas wie ein Realschulabschluss. Ich weiß nicht, ob das jetzt so in allen Bundesländern gleich heißt. Aber ich denke mal schon. So, wir machen uns mal eine Enderperle und dann machen wir uns noch einen Stärketrank, würde ich sagen. Einfach so, damit wir mega krank ausrasten. Boah, komm! Okay. Okay, ich habe ihn nicht getroffen, schade. Aber für den Typen nehme ich jetzt keinen Stärketrank. Ich werde jetzt keinen Stärketrank dafür verschwenden. Oder nee, ich werde keine Enderperle dafür verschwenden, meine ich. Wenn er mir schon den halben Weg herbaut, dann nutze ich den auch. Und tu zu ihm hinlaufen. Ja, ich freue mich. Okay. Sehr schön. Lauf, bau. Ah, ich kann eigentlich währenddessen noch eine Frage beantworten. Oder ist es zu tricky? Da, er steht an der Seite und wartet mit seiner Angel, bis Fix rüberkommt und ihn umbringt. Okay. Yeah. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass er mich runterkickt. Oh, Alter. Nein, was? Halt dein Maul. Er hat mich einfach umgebracht. Das gibt's doch nicht. Alter. Ich hab voll verschissen. Nein. Okay, ich krieg ihn. Oh, meine Fresse, ey. Oh Mann, was mache ich denn für einen Scheiß? Ey, ganz ehrlich. Ich habe mich schon wieder hier überschätzt, dass ich hier der Baba in Endergames bin oder so. Was labe ich für Endergames in... Wisst ihr schon Bescheid hier. Bad Wars, aber... Ich habe mich einfach nur ein bisschen blamiert. Er geht in die Mitte. Okay, interessant. Interessant. Ich werde... Entschuldigung. Ich werde jetzt auch in die Mitte gehen. Und ja. Ich versuche ihn zu töten. Oder ich gehe zu seinem Bett. Das könnte ich natürlich auch tun. Gehe ich zu seinem Bett? Nee, ich gehe in die Mitte. Die Angel ist richtig berühmt geworden in Bad Wars. Voll viele Menschen haben die Angel. So wie der Pisser auch eine Angel hat. Nein, Mann! Nein, ich verkack's. Ist es der letzte? Nein. Mann, fuck. Wo kriege ich eine Angel her? Die Angel ist so OP. Okay, er kommt nicht zu mir. Oh, zum Glück, ey. Wo kriege ich diese scheiße Angel her? Ich will auch so eine Angel haben. Da ist eine Angel. Für 5 Eisen? Easy peasy. Meine Fresse, sowas regt mich auf. Ich hatte so gute Sachen, aber ich werde jetzt einfach in die Mitte gehen.
Ich mache mir noch schnell hier so. Und ein Schwert. So, ein Dreierschwert, damit wir das Beste haben. Oh Mann, das nervt mich richtig, dass wir jetzt gestorben sind. So, machen wir das mal hier. Zack, eine Dreierbrust noch. Okay. Egal, ich beantworte einfach noch eine Frage dafür, dass ich mich so blamiert habe. Und zwar, in welchem Bundesland wohnst du? Habe ich auch schon beantwortet, aber so nebenbei, glaube ich mal. Ich wohne in Bayern, in der Nähe von Nürnberg. Müsste den meisten eigentlich geläufig sein. Hat auch eine Fußballmannschaft in der ersten Bundesliga. Und ja, in der Nähe von Nürnberg wohne ich, in der Stadt daneben. Könnt ihr mal googeln, in welche Stadt das ist. Und ja, genau, da wohne ich. Also, keine Ahnung, nicht, dass ihr mich irgendwo anders sucht und mich treffen wollt. Ich bin da nicht. Ich bin in Nürnberg oder in Fürth daneben. Jetzt habe ich es verraten. Yeah! Egal. Ich muss mich gerade ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Dieser Typ, wie ich ihn hasse, einfach. Dieser Arsch, er hat mich getötet. Okay. Boah, ich brauche unbedingt was zu essen. Und er kann nicht schießen mit dem Bogen. So ein Noob. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Schon wieder. Alter. Ganz ehrlich, fick dich einfach. Mann. Die Runde verlieren wir aber safe. 100 Pro verlieren wir die Runde. Okay, Leute, wisst ihr, was ich mache? Ich versuche, dass er mich nicht sieht. Aber er wird mich wahrscheinlich sehen. Okay, komm. Ist er immer noch da? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich baue jetzt den... Nee, er kommt. Okay, ich bleibe jetzt hier. Oh, ich kann nicht sneaken und kaufen gleichzeitig, gell? Er kommt. Ich versuche ihn mit dem Stick runterzuhauen. Aber ich weiß nicht, ob es klappt. Ja, okay, er baut sich hoch. Er kommt. Kommt er? Er geht weg. Ah, oh, was mache ich? Nein, ich Idiot! Nein, ich habe mich eingebaut! Okay, ich brauche schnell ein Schwert. Und eine Brust. Oh, nee! Mann, unnötig. Ja, toll, ich habe schon verloren. Was soll ich jetzt noch machen? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich könnte... Oh Mann. Ich habe Angst. Er holt sich sowas von meinem Bett. Ich habe nicht mal eine Spitzhacke dabei. Oh Leute, wie schlecht ich gespielt habe. Oh, ich will da rüber. Er denkt wahrscheinlich, dass ich hier ganz hinten in der Ecke bin. Boah, oder ich gehe da hoch. Ich gehe da hoch. Okay, dann baue ich hier alles zu. Ja, ich werde hier nie wieder rauskommen. Aber... Was, kann ich nicht hier springen? Doch. Okay. Alter. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Egal, ich beantworte jetzt einfach ein paar Fragen. Wie lange haben wir denn schon? 14 Minuten? Okay. Und zwar, wie teuer war dein PC? War noch seine Frage. Und, oh Mann, ich will nicht hier eingebaut sein. Ich baue mich wieder raus. Aber der wird wahrscheinlich da warten. Egal, wie teuer war mein PC? Mein PC hat ganz viel Geld gekostet. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war vor 3 Jahren oder so, als ich mir den gekauft habe. Und da hat er, ich glaube, ich habe ihn mir selber zusammengestellt, da hat er, glaube ich, 700 Euro gekostet. Kommt er? Er sucht mich. Er sucht mich. Geh weg. Los, bitte. Er sieht mich nicht. Okay. Was macht der Typ? Okay, ich habe keine Ahnung, was er macht. Ja, mein PC hat damals 700 Euro gekostet. Ich habe ihn mir selber zusammengestellt. Und was genau da drin ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Halt, ist relativ gut.
Nur ich habe keine Ahnung, wie das Zeug auswendig heißt. Ich glaube, wenn ich hier F3 drücke, da seht ihr so ein bisschen eine CPU, Intel 4, Prozessor, i5, keine Ahnung. Und was steht da noch? Ich glaube, AMD Radeon HD 6900 ist meine Grafikkarte. Okay. Ich weiß nicht, was der Typ macht. Ich glaube, er hat mir einen Weg rausgebaut. Ich hoffe mal. Hier war er irgendwo. Vielleicht komme ich ja doch raus. Ach komm, Mist, jetzt holt er unser Bett auf jeden Fall. Boah, ich komme raus, ich komme raus, ich komme raus. Okay, ich werde zu ihm rennen. Boah, ich werde so abgeschossen, ich schwöre. Ich habe verloren, ich habe verloren. Ich beantworte. Oh Gott. Lauf schneller. Lauf, 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 lauf. Oh, lauf, 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 lauf. Ich will eine Frage lesen, aber ich kann nicht, weil ich laufen muss. Ah, was ist dein Beruf? Und hast du Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, das ist nicht mal sein Bett. Wo ist der Typ? Da ist sein Bett. Ich habe keine Haustiere und mein Beruf ist momentan noch Kinderpfleger. Aber ich mache Erzieher, weil ich habe, keine Ahnung, ich habe halt den Abschluss des Kinderpflegers. Ich könnte theoretisch als Kinderpfleger arbeiten. Aber ich mache zurzeit meinen Abschluss zum Erzieher. Und dann ist mein Beruf Erzieher. Wo kommt denn der Typ her? Willst du mich verarschen? Was habe ich denn hier? Oh nein! Oh Mann! Leute, ich bin so schlecht. Egal. Ja, ich habe keine Haustiere. Mein Beruf wird irgendwann mal Erzieher sein. Wie war meine Kindheit? Meine Kindheit war ziemlich schön, aber ich glaube, das beantworte ich einfach in einem anderen Video. Wir haben schon wieder 17 Minuten voll. Wir haben noch ein paar Fragen von ihm, die kommen dann einfach noch in irgendwelchen anderen Videos dran. Seine letzte Frage ist, magst du mich? Natürlich mag ich dich. Und danke, dass du mir so viele Fragen gestellt hast. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Hashtag Bettgeschichten nächsten Samstag. Oder ich mache vielleicht eine Special-Folge noch irgendwann. Mal gucken. Tschüss.